Hallo meine lieben Zuseher und herzlich willkommen zu einem neuen Bitcoin-Update, zu einem neuen Krypto-Update auf dem Kanal. Es ist der 3.6.2018. Wir schauen uns heute mal den Bitcoin-Chart wieder etwas genauer an. Am Ende dieses langen Wochenendes fragen wir uns, ob das jetzt wirklich der Boden der Korrektur war oder ob es nochmal weiter nach unten geht. Ich habe ein, zwei Sachen, nämlich Bullish-Stimmen, aber ich habe auch ein, zwei Sachen, nämlich Bearish-Stimmen. All das schauen wir uns jetzt gleich im Video an. Davon noch ein kurzer Hinweis. Auf meiner Telegram-Gruppe, den Link dazu findet ihr in den Kommentaren, ist eine Gruppe, wo wir wirklich 24 Stunden am Tag über Kryptowährungen reden. Würde mich sehr freuen, wenn ich dich auch in der Gruppe begrüßen könnte. Wir sind jetzt hier am 4-Stunden-Bitcoin-Chart und wir sehen uns vorher noch mal kurz auf CoinMarketCap den Markt genau an, weil es sich heute mal wieder lohnt. Wir haben zwei Coins, die letzten zwei Tage den Markt komplett outperformt haben, nämlich EOS und IOTA. Bei IOTA habe ich leider keine Swing-Position offen gehabt, weil ihr vielleicht wisst, dass ich bei IOTA den Dip nachgekauft habe und das Ganze als Buy and Hold habe, sprich ich werde den Coin ein Jahr nicht berühren. Bei EOS habe ich eine ziemlich gute Swing-Position eröffnet gehabt im Bereich 11 Dollar. Und da habe ich eben mich gefragt, ob denn da konkret Nachfrage herrscht, eben nach Swing-Trading-Strategien, gerade jetzt bei mir Prüfungsphase, keine Zeit für Charts eigentlich generell, schön Wetter draußen, man ist mehr in der Sonne, man hat nicht Lust, die ganze Zeit vom Computer zu sitzen und seine Positionen zu managen. Generell für Berufstätige, weil Swing-Trading eigentlich, wenn das Setup da ist, überhaupt keine Zeit mehr beansprucht, gerade mit dem Tool, das ich benutze. Man setzt sein Setup, also man stellt sein Setup auf, stellt dann alles ein, wie man den Trade irgendwie managen will und dann kann man machen, was man will, weil alles andere geregelt ist und dann eben diese Swings, wie bei IOTA zum Beispiel oder auch bei EOS mitnehmen kann. Wenn euch das interessiert, schreibt mir eure Meinung zu in die Kommentare, weil wenn die Resonanz da ist, dann mache ich gerne ein Video dazu. Wenn es keinen interessiert, mache ich natürlich kein Video dazu. Aber da würde mich gerne eure Meinung interessieren, weil ich mir denke, dass es jetzt gut zum Wetter passt und generell eben zum Sommer, WM, Prüfungsphase, keine Ahnung, generell berufstätige Leute haben sicher Interesse an Swing Trading. Sind jetzt hier am Bitcoin-Chart, am 4-Stunden-Chart genauer gesagt. Und wir fragen uns jetzt, ob das denn der Boden dieser WXY-Korrektur ist. Wir sind jetzt hier angelangt, wo wir eben diesen Bounce gesehen haben von dieser Trendlinie. Und wir sind wirklich schon ziemlich stark nach oben gegangen, muss man sagen. Die Leute beschweren sich zwar immer über Mini-Pumps, aber ein 10%iges Wachstum innerhalb von 3-4 Tagen waren es jetzt, glaube ich, oder waren es auch 5-6 Tage, lässt mich nicht lügen, aber ungefähr in einer Woche 10% nach oben ist jetzt wirklich nicht irgendwie ein Mini-Pump für mich, sondern wirklich schon mal ein Zeichen für eine kleine Trendumkehr. Warum sage ich kleine Trendumkehr? Ich habe zwar Indikatoren, die mir Bullish-Signale geben, aber auf kurzfristige Sicht müssen wir uns natürlich auch mit einem bearischen Szenario auseinanderfassen. Ihr müsst euch immer den Chart ansehen und euch fragen, was habe ich für Argumente, um in diesem Markt oder jetzt mein Bitcoin in diesem Fall long zu gehen, was habe ich für Argumente short zu gehen, und wenn die Argumente long zu gehen, die Argumente short zu gehen überwiegen, dann könnt ihr long gehen, und wenn die natürlich das Umgekehrte haben, dann macht ihr einen Short auf, und wenn sich das Ganze neutralisiert, dann ist vielleicht die beste Phase gar nicht zu machen, weil Verluste, die ihr nicht macht, sind auch Gewinne in gewisser Maßen, weil es gibt immer Leute, die immer überall dabei sein wollen und wirklich jeden Trade mitnehmen und dann den ganzen Tag mit PC sitzt und im Endeffekt dann Verluste machen, weil das Setup nicht stimmt. Und wir schauen uns jetzt an, was wir hier für Argumente haben. Eben zuerst mal ein bearisches Argument und danach auch noch die bullischen Argumente. Und dann könnt ihr eben für euch entscheiden, wie ihr die Lage momentan bewertet. Wir sehen jetzt hier diese Struktur. Jetzt werden viele sagen, hey, die Wellenstruktur stimmt doch so nicht. Du hast gesagt, die Welle 4 darf niemals in diesen Bereich hineingehen und die Welle 1 ist auch extrem lange. Da muss ich euch zustimmen. Generell wäre das natürlich falsch, aber wir sehen hier ein spezielles Muster, nämlich ein Leading Diagonal. Es sieht einfach sehr extrem stark nach einem Leading Diagonal aus, weil bei einem Leading Diagonal die Welle 1 meistens die längste Welle ist und die anderen Wellen, also die Welle 4 konkret, sehr, sehr oft, beziehungsweise eigentlich immer bei einem Leading Diagonal, stark in den Bereich von Welle 1 rein retraced und eben auch fast die Gains der Welle 2 komplett mitnimmt. Sehen wir hier wirklich sehr stark das Lehrbuch eines Leading Diagonals, und deswegen bin ich hier noch nicht so überzeugt, in diesem Bereich long zu gehen. Natürlich könnte man hier long gehen, aber man sollte natürlich dann auch seinen Stop-Loss in diesen Bereich irgendwo reinlegen, wo wir dieses Diagonal nach unten brechen würden, weil Leading Diagonals haben die Charakteristik, dass sie nach unten ausbrechen. Wie kann man sich das Ganze jetzt, machen wir das Ganze wieder so anfängerfreundlich wie möglich, wie stellt man sich das Ganze jetzt vor? Ihr müsst euch vorstellen, natürlich ist es jetzt nicht so einfach. Wir erwarten, nachdem wir eine WXY-Korrektur nach unten gesehen haben, eine große Welle 1 nach oben. Diese große Welle 1 besteht nochmal aus 5 kleineren Wellen und diese 5 kleineren Wellen bestehen nochmal aus 5 kleineren Wellen. Das heißt, wir sehen jetzt hier konkret die erste
Welle 1, der großen Welle 1, das wäre jetzt das hier, ich schreibe das Ganze auch hin, Welle 1, und Leading Diagonals sieht man sehr oft in Wellen 1. Das heißt, das hier ist die Welle 1 und wenn wir diesen Bereich hier unten brechen, dann wissen wir auch, dass das ein Leading Diagonal war und dann formen wir eine kleine Korrektur der Welle 2. Das wäre dann in diesem Bereich. Und dann geht es natürlich weiter. Welle 3, öfters die längste Welle, nie die kürzeste Welle. Welle 4, Welle 5, was dann die komplette Welle 1 komplettiert und was uns dann erstmal aus der Korrektur, aus dieser Korrektur, die wir jetzt gesehen haben, von den 7000 herauskommen lässt und eben zu höheren Highs streben lassen würde. Wäre jetzt der erste Ansatzpunkt, wo ich mal sagen würde, ist das ein Leading Diagonal? Ich bin mir nicht 100% sicher, weil die anderen Indikatoren ziemlich bullish sind. Deswegen wäre für mich jetzt hier mal kein 100%iger Indikator Short zu gehen, aber eben auch ein Gegenargument, um Long zu gehen, ehrlich gesagt, weil mich das schon ein wenig stört, diese Struktur, die ich hier sehe. Was habe ich jetzt für Indikatoren, um Long zu gehen? Wir haben sehr viel bullische Indikatoren. Wenn wir mal auf dem Tageschart schauen, dann sehen wir erstens, dass wir wirklich hier sehr, sehr stark weggebounced sind von diesem Bereich. Und wir sehen auch hier, dass wir langsam mal wieder einen MACD-Crossover sehen am Tageschart. Das letzte Mal, als wir einen MACD-Crossover am Tageschart gesehen haben, sind wir von $6.800 auf $9.900 hochgerast. Und das vorletzte Mal, das ist jetzt auch gelogen, hier hatten wir auch noch einen MACD-Crossover, aber den riesen MACD-Crossover, als wir den Run hatten, auf 11.500 von knapp 5.800 hoch, war auch in dem Fall hier. Das heißt, nur mal um die Relationen zu sehen, ein MACD-Crossover am Tageschart ist schon ein sehr bullisches Zeichen, wo wahrscheinlich auch sehr viele Bots einkaufen werden. Was wir hier jetzt noch sehen oder was wir hier jetzt, auf was wir hier noch Acht geben sollten, ist denn, ob sich das Ganze hier in einem Symmetrical Triangle äußern wird. Das heißt, wir haben hier nochmal diese Trend nach unten, die habe ich schon in dem Video gezeigt. Wenn das ein Symmetrical Triangle ist, dann haben wir natürlich immer noch ziemlich starke Resistance oder sehr starke Resistance, besser ausgedrückt, in diesem Bereich hier oben. Das heißt, wenn es jetzt wirklich hier der Bounce ist, dann haben wir spätestens hier in diesem Bereich 8.700 ein starkes Problem. Das heißt jetzt nicht, dass wir, wenn wir hier gebounced sind, dass wir direkt wieder auf 10.000 zurasen. Diese Resistance wird sehr, sehr stark sein und auch diese Resistance von der 50-Day EMA im Bereich 8.200 wird erstmal auch sehr, sehr starke Resistance sein. Das sind jetzt zwei Sachen, die mich hier jetzt eben nochmal als Vorsichtsmaßnahme sozusagen irgendwie ansprechen will. Selbst wenn wir jetzt hier ausbrechen, wir haben momentan hier Resistance noch von dieser EMA, also von diesem gleitenden Durchschnitt. Hier oben wird sehr stark Resistance sein und hier oben wird auch sehr schwierig sein, erstmal durchzubrechen. Wir haben auch den Weekly Chart. Weekly Chart auch eher bullisch für mich, weil wir hier jetzt auch am Weekly Chart eben diese starke Kerze sehen, diesen starken Bounce von hier oben und eben auch, dass wir beim Weekly Chart über dieser 50-Day EMA erstmal geblieben sind, was wirklich sehr bearish gewesen wäre, wenn wir beim Weekly Chart unter dieser 50-Day EMA gerasselt wären. Was haben wir jetzt noch? Wir haben viele EMAs, also die 50-Day EMA, die wirklich auf verschiedenen Timeframes auf die Support-Seite crossed, was ein sehr, sehr bullisches Zeichen ist für Swing-Trader. Wie könnt ihr euch das vorstellen? Seht ihr diese gelbe Linie? Diese gelbe Linie ist die 55-Day EMA, sprich eine gleitende Durchschnittslinie der letzten 55 Teileinheiten. Und da gibt es eine Swing-Trading-Strategie sozusagen von Fillercon, die ich mir vor Ewigkeiten schon angelernt habe und die ich auch selber sehr gerne benutze. Das heißt konkret, wenn wir diesen Crossover sehen, der 55-Day EMA, gerade auf höheren Timeframes, sehr, sehr valide. Auf niedrigen Timeframes, zum Beispiel auf 10 Minuten, 5 Minuten Timeframes, sehen wir seinen Crossover sehr oft. Auch wenn wir zum Beispiel nur $100 nach oben pushen, dann sehen wir auf niedrigen Timeframes schon sehr oft, dass dieser 55-Day EMA auf die Support-Seite crossed. Aber auf den höheren Timeframes, zum Beispiel 4-Stunden-Timeframe, ist das schon ein extrem bullisches Zeichen, weil, hier mal als Vergleich, das letzte Mal, als wir diesen Crossover gesehen haben auf der Support-Seite, haben wir einen Run gesehen von 42%, sorry. Wir können das Ganze auch in der Vergangenheit nochmal uns anschauen. Das letzte Mal, bevor wir diesen Crossover gesehen haben, haben wir erstens mal hier einen Crossover gesehen. Den messen wir jetzt auch aus. Der war knapp bei 20% an den Run. Natürlich nicht so aussagekräftig wie der davor. Und als wir das letzte Mal vor diesen 50% einen Crossover gesehen haben, hatten wir einen Run von 40%. Das heißt, bei den letzten drei Crossovers hatten wir im Durchschnitt einen Wachstum von, ich rechne es kurz aus, 40 plus 15 plus 35, ja, knapp einen Wachstum von 30% jedes Mal, wenn wir in den letzten Monaten einen Crossover der 55-Day EMA auf die Supportseite
auf dem 4-Stunden-Chart eben gesehen haben. Das war jetzt wieder so ein Signal, was mich sehr bullish stimmt. Das heißt, generell Midterm, beziehungsweise den nächsten 2, 3, 4 Tage bin ich schon bullish, was den Bitcoin betrifft, aber ich traue mich jetzt auch nicht direkt irgendwie long zu gehen, weil ich eben immer noch auf dieses Leading Diagonal schaue. Und wenn ich jetzt wirklich gerade mit Hebel hier zum Beispiel long gehen würde und eben dieses Leading Diagonal nach unten bricht, dann wäre es natürlich überhaupt kein guter Entry. Das heißt für mich ist momentan diese Neutral Zone, die ich vorhin angesprochen habe, weil ich sehr viel bullische Signale sehe und weil ich aber trotzdem durch dieses Leading Diagonal ein bearisches Signal sehe, was für mich genug Gegenargument ist, um nicht direkt in den Trade reinzuhüpfen und eben vielleicht zu schauen, ob wir noch ein Retracement sehen. Wenn wir ein Retracement sehen und wenn wir jetzt wirklich ein Retracement sehen, wo wir eventuell im Bereich 0,382 vielleicht bis 0,618 im Support, dann wäre das für mich schon ein Zeichen, hier meine Buy-Orders reinzustecken, weil, wie gesagt, generell gesehen haben wir Raum nach oben bis mindestens hier 8700. Das heißt, wenn wir hier ein Retracement sehen, dann schauen wir auf die Zonen 7,5 bis 7,4. Das wäre ein sehr bullisches Retracement und wenn wir dieses Retracement sehen, dann wäre höchstwahrscheinlich Go-Time für eine Welle 3 und die Welle 3 könnten wir dann bestimmt irgendwie in den Bereich, warte kurz, in den Bereich, ja, über 8000 targeten. Das heißt, 8000 würden wir dann brechen. Das ist jetzt mal meine Setups, worauf ich drauf schaue. Und ja, das reicht jetzt mal für die Bitcoin-Analyse. Und ich habe euch gesagt, dass wir uns jetzt eben noch die Kommentare auslosen von dem 3 oder von der 3K zu 30.000 Dollar Challenge. Und das Ganze machen wir jetzt auch gleich. Ich mache noch einen kurzen Schnitt rein, damit ich mir die Video-URL rausziehen kann. Wir sehen uns direkt auf der nächsten Seite, nämlich auf der Kommentar-Auslosungsseite. Ich bin jetzt hier direkt auf der Seite, wo wir die Kommentare auslosen und ich habe es gerade schon mal aufgenommen und wollte eigentlich schon direkt damit beginnen, aber muss jetzt einen zweiten Take machen, weil das erste Kommentar, was ich ausgelost habe, war direkt, hört sich interessant an, werde die Challenge verfolgen. Also total unbrauchbares Kommentar für die Challenge, weil ihm kein Coin dabei steht, aber sonst hätte der Johann seinen Coin ins Portfolio bekommen, aber er hat leider keinen brauchbaren Coin ins Kommentar geschrieben. Ich filter jetzt nochmal die doppelten User raus, das heißt die Leute, die zwei, dreimal kommentiert haben und eben ja, so sich einen Vorteil erschleichen wollten, die werden hier rausgenommen. Es zählt immer nur ein Kommentar pro User. Starten jetzt nochmal und ich hoffe, wir haben jetzt einen Kommentar dabei mit einem Coin. Und Electra Coin ECA, momentan günstig plus gute Idee. Also Killer Corpa, herzlichen Glückwunsch an dich. Dein Coin kommt mit ins Portfolio. Electra Coin sagt mir momentan zwar nichts, aber ich werde den Coin mit ins Portfolio nehmen und wir starten direkt nochmal damit los und suchen uns nochmal den zweiten Coin aus. Ich glaube, ich suche jetzt nochmal die doppelten Kommentare heraus und dann können wir das gleich, Ganze gleich nochmal machen. Ich kenne mich mit diesem Random Comment Picker nicht so gut aus. Ich hätte vielleicht vorher Mo fragen sollen, wie genau der funktioniert, weil Mo hat den ja in jedem Video. Und jetzt nochmal. Ich hoffe, es kommt jetzt wieder ein Coin direkt und nicht wieder ein gutes Video oder so. VeChain, interessanter Coin. VeChain, das Manager hat Ende Juni. Die sind super aktiv. URL. Also danke für diesen Coin. VeChain kenne ich natürlich. Diesen Electra Coin kannte ich jetzt nicht direkt, aber VeChain kenne ich natürlich. Und VeChain ist auch ein sehr, sehr guter Pick und ein sehr guter Coin. Und das freut mich auch, dass ich VeChain im Portfolio habe. Sei es konkret, ich habe jetzt 5 Coins im Portfolio und werde diese Challenge jetzt aktiv betreiben. Ich werde zu jedem Coin ein Video bringen noch. Ich werde über jeden Coin ein wenig reden, auch über Electra, VeChain und auch zu den Coins regelmäßig Analysen machen. Und ich würde sagen, erstmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns spätestens im nächsten Video zu den Coins. Ich glaube, ich starte damit Waves los. Und bis dahin, euer Technical Crypto.